So, willkommen zurück. Also, beim letzten Video haben wir uns erstmal Charakter ausgewählt und so weiter und so fort. Aber jetzt schauen wir mal, was unser lieber Elliot für einen Mist baut. Natürlich, da kommt der Wind her, aber man braucht den Schlüssel, um es zu kontrollieren. Oh, nun, könntest du damit den Wind kurz wegmachen? Es ist ein Teil unseres Tricks. Wir bringen deine Mutter zurück von den Toten. Ja, das ist fies. Wenn der Wind zu stark ist, wird es zu schwer für sie sein, vom Himmel herunterzukommen. Mutter? Ich kann Mutter treffen? Aber Conan sagte, stopp niemals den Wind. Oh, sie hat sich überlistet. Conan kennt den Zauber auch. Und sie hat heimlich deine Mutter getroffen. Hey. Nein! Oh, ich befürchte doch. Elliot, wo bist du? Wenn man vom Teufel spricht, schnell. Wenn deine Mutter es... wenn sie es merkt, triffst du deine Mutter nie. Tu es nicht! Aber... ich... komm schon, mach schnell! Oh nein, er hat's getan. Elliot! Wer seid ihr? Lasst Elliot los! Wah, Hilfe! Hey, die Festung, die niemals fällt, wird ohne schützenden Wind sehr schnell fallen. Rolante ist nun unser, netter Raub nicht. Wah, ihr dreckigen Spione! Schau, Schwester, was vergeudest du hier denn mit Zeit? Denk mal nach, wie soll König Josta jemanden bekämpfen, wenn er blind ist? Vater! Elliot, komm jetzt! Wie assi sein, einen Bruder einfach da liegen zu lassen. Wahr, Schwester! Sieh, Kleiner, deine Schwester kümmert sich nicht um dich. Jetzt komm schon. Nein, stopp! Sei ruhig, Flatsch. Mitten in die... Fresse. Haha, ja, lach du nur, Bill, ich hasse dich. Wo ist Elliot? Ach, wen interessiert das? Wuhu, stylische Kampfmusik. Nein, was habt ihr getan? Oh, cool. Endlich können wir kämpfen. Stirb! Ja, die explodieren immer so toll. Stirb! Wo kam ich her? Wo kam ich her? Ach, komm, ich komm. Ah! Dunkler Ninja, ich mag die Typen nicht. Geil. Ah! Mann, geh doch endlich gepflegt sterben, danke. Papa, stirb nicht! Vater! Josta, Conan, bist du das? Vater, halte durch! Verzeih, Conan, der Wind prophezeite mir diesen Tag, aber ich glaubte ihm nicht. Etwas passiert mit Manna. Vater, Elliot ist weg, es ist meine Schuld, König Josta. Er ist nicht im Schloss, sein Geist ist weit, weit weg, genommen vom Feind. Conan, kümmere dich um Elliot, bitte. Punkt, Punkt, Punkt. Vater! Ja, jetzt bist du im Arsch, gell? So. Eine Schweigeminute. Vater! Nein, ich brüll nicht. Unkommentiert stehen lassen, ignorieren und so. Lalala, ich sehe nichts. Bill und Ben. Die absolut ätzendsten Bosse, die es gibt. Haben sie alle umgeschnetzelt. Nee, nee. Ah, hehe, brenne, brenne. Und wer diese junge, alte Lady ist, ja, jung und alte Lady, das passt doch, erfahren wir später. Die Einwohner fliehen. Wir sollten zurück nach Navarre und den anderen unseren Sieg berichten. Wir werden morgen mit den frischen Truppen zurückkehren. Young and fresh. Ha. Head and shoulders. Nee, das war was anderes. Der Wind. Der Wind ist zurück. Genau, verschwinde. Raus hier. Aber Elliot, was soll ich machen? Vater erzählte von Wendel und vom Priester des Lichtes. Vielleicht kann er helfen. Und so beginnt die Reise. Mutter. Und nun Vater. Ich werde Elliot finden.
Mutter, bitte schütze mich. Ich brauche deine Hilfe nicht. So, weiter geht's. Ich hasse diesen Berg, ey. Schnief, Schnodder. Hanamizu. Ja. Das Japanische heißt Schnodder. Nach dem Sieg von Navarish beschloss Conan, nach ihrem Bruder zu suchen. Sie konnte nicht ahnen, dass das Schicksal der Welt in ihre Hände gelegt werden sollte. Ich liebe diese Musik. So, und ich mache mir jetzt erstmal ein Zigarettchen. Verzeihen Sie bitte. So leise wie möglich. Ich glaube, dann treffen wir schon auf Kevin oder bestimmt. Nee, in Wendel. Nee, nicht mal in Wendel. Dann treffen wir auf den. Ah, doch. Nach Wendel oder vor Wendel oder ich weiß es nicht. Hab's vergessen. Und ich fange wieder mit Kevin an. Ah nee, wir treffen ihn vor Wendel. Dauert nicht mal lange, da sind wir alle vollzählig und kann losgehen. Festungsstadt Yard. Etwas ist komisch. Die Stadt scheint so anders. Sei wachsam. Ich weiß, was passiert ist. Wir, die Krieger der Bieste, des Biestkönigreiches, kontrollieren nun diese Stadt. Misch dich hier nicht ein und wir werden dir nicht wehtun. Die Biestmänner haben den Hafen eingenommen. Ich glaube, wir stecken hier fest. Das glaubst auch nur du. Moin. Darf ich dich ein bisschen schieben? Ja, komm, komm. Nee, verschwinde. Ach, ja. Und wen haben wir da? Duran. Das muss wohl ein Scherz sein, ein Waffenladen, der keine Waffen verkauft. Und diese Biestmänner machen mich so wütend, aber ich kann sie nicht alleine besiegen. Ich werde wieder wütend. Mach mal ein Anti-Aggressionstraining oder so. So, in dieser Stadt sind alle Charaktere. Außer Charlie, der kleine Mädchen. Ich hasse Biestmänner. Pui. Ja. Aber es bringt eigentlich nichts, jetzt hier rumzugammeln und sich alle anzugucken. Angela pennt im Inn. Und der Rest, der versteckt sich irgendwo. Da pennt sie. Ja, wir schlafen jetzt auch. Willst übernachten? Kostenlos. Solange die Biestmänner hier sind, kann ich keinen Profit machen. Ja. Soll ich dich ja morgen in der Nacht aufwecken? In der Nacht. Eine schöne gute Nacht. Drücke einen Knopf. Mannertag. Spiel speichern. Oh, warum nicht? Und hier mache ich jetzt auch schon Schluss. Und wir sehen uns gleich beim nächsten Video. Was alles passieren wird, werdet ihr sehen. Also, bis gleich.